Der Schultergürtel besteht aus den beiden Schulterblättern und den beiden Schlüsselbeinen. Gezeigt ist jetzt die linke Seite des Schultergürtels, linkes Schulterblatt und linkes Schlüsselbein. Woran erkenne ich das? Die flache Vorderseite des Schulterblattes zeigt zu den Rippen, liegt auf den Rippen. Diese Vorderseite des Schulterblattes rutscht auf zwei Muskeln auf den Rippen hin und her. Diese Muskeln heißen Subscapularis, Unterschulterblattmuskel, und Serratus anterior, vorderer Sägezahnmuskel. Das Schulterblatt hat mehrere markante Punkte. An der Höhe des Schulterblattes, an dem Akromion, befindet sich das äußere Gelenk zum Schlüsselbein. Das äußere Schlüsselbeingelenk, auch Acromioclavicularis genannt. Das Schlüsselbein hat ein plumpes Ende und ein eher flaches Ende. Das flache Ende ist gelenkig mit dem Schulterblatt verbunden. Das plumpe Ende ist mit dem Brustbein verbunden und bildet das innere Schlüsselbeingelenk. Andere Punkte des Schulterblattes markant von vorne zu betrachten, neben der Schulterhöhe der Rabenschnabelfortsatz Prozessus coracoideus, auf der Rückseite des Schulterblatts sichtbar und auch tastbar, befindet sich die Schulterblattgräte, die Spina scapulae. Von der Seite betrachtet, von lateral erkennbar die Pfanne des Schultergelenks, Cavitas glenoidalis. An der Clavicula, an dem Schlüsselbein, machen sich fünf Muskeln fest. Der Kopfwender, Sternocleidomastoideus, der Musculus trapezius, der Kapuzenmuskel, der Deltamuskel, Musculus deltoideus, der große Brustmuskel, Musculus pectoralis major, und der Musculus subclavius, der Unterschlüsselbeinmuskel, ein recht unbedeutender Muskel. Am Rabenschnabelfortsatz des Schulterblattes machen sich drei Muskeln fest. Zum einen der kurze Kopf des zweiköpfigen Oberarmmuskels, Musculus biceps brachii, der Musculus coracobrachialis oder auch Oberarmhakenmuskel genannt, und der pectoralis minor, der kleine Brustmuskel. An einem Höcker oberhalb der Gelenkfläche für das Schultergelenk macht sich der lange Kopf des Bizeps brachii fest. An einem Höckerchen unterhalb der Gelenkfläche ist es der lange Kopf des dreiköpfigen Oberarmmuskels, des Triceps brachii. Sonst gibt es noch eine Vielzahl von Muskeln, die sich am Schulterblatt festmachen. Neben diesen erwähnten Punkten gibt es auf der Vorderseite, also auf der Rippenfläche, noch einen großen Ansatz für den Unterschulterblattmuskel. Auf der Rückseite des Schulterblattes gibt es den Obergrätenmuskel, oberhalb der Gräte gelegen, den Untergrätenmuskel, Musculus infraspinatus, unterhalb der Gräte. Ansonsten entspringen von dem medialen Rand des Schulterblattes die sogenannten Rautenmuskeln, Rhomboiden. Am mittleren Rand befestigt sich auch der vordere Sägezahnmuskel, der Musculus serratus anterior. Am seitlichen Rand befestigen sich der Musculus teres major, der große Rundmuskel, der ja ein kleiner Bruder des Latissimus dorsi ist und auch sich mit diesem am seitlichen Rand des Schulterblattes befestigt. Latissimus dorsi, großer Rückenmuskel. Sonst ist noch der Deltamuskel zu erwähnen,
der Musculus deltoideus und der Musculus trapezius, der Kapuzenmuskel, sowie als letzter in dieser Reihe der Levator scapulae, der Heber des Schulterblattes.